und diese 30 FPS habe ich jetzt nicht immer. Also jetzt bin ich bei 23, da wird es bei euch ruckeln, sage ich mal so. Das ist halt der Shader-Effekt. Ne? Ich habe halt nicht einen 5000 Euro Computer, sondern nur einen, wie viel hat er gekostet vor ein paar Jahren? 800 oder was? Knapp 800. Wow. Also ich sehe schon kommen, wir müssen irgendwann doch noch mal dann farmen gehen. Na du Huhn. So, dann gucken wir uns das mal von hier an. Also das sieht natürlich schon schön aus. Jetzt ist das natürlich relativ hell und im Gebäude relativ dunkel, obwohl es das gleiche Holz ist. Da drin hört sich's an wie Mord und Totschlag, aber ist ja auch so. So. Ich würde gerade sagen, da müsste ich eigentlich noch diese Automatikstufen hinsetzen. Hatte ich aber schon. So, jetzt haben wir also hier soweit alles ausgebaut. Wie weit mache ich es denn noch? Ist ja halt die Frage. Ach, ich kann mir das ja mal von oben angucken. Auf die Idee hätte ich ja auch schon vorher kommen können. Dann wäre ich woanders gegangen. So, dann gucken wir uns das mal von oben an. Von oben. Was hier heute so klappert, ist die Maus. Es ist, die muss ich mal wieder ruhig halten. Und ich habe da ja eigentlich Pflaster drunter geklebt, hatte ich euch ja schon mal erzählt. Aber dann muss ich die auch so tragen, so bewegen, dass das Pflaster auch wirkt. Als Spaßbrem, als Lärmbremse, nicht Spaßbremse. So, dann gucken wir mal oben auf dem Neuberg. Neuberg. Deutsch war das für Neuberg, wie das von hier aussieht. Also hier sieht man erstmal nichts, aber hinten von dem anderen Gebäude von, wie heißt er, Leiser, Moment, Jörg Leiser, ne? Jetzt, wo ich von Jörg Leiser, ich habe es unten, habe ich es nicht. Je näher ich ans Haus komme, desto mehr merke ich oder fällt es mir wieder ein. Ja, hier sieht man das natürlich vom Garten aus. So, dann müssen wir das Dach hier noch rüberziehen. Frage ist jetzt, wie lang wir das ziehen. Das wird ja doch irrsinnig lang eigentlich dann hier. Aber das müssen wir dann schon machen. Wir müssen das also im gleichen Rhythmus so weiterbauen. Ne? Also dem 1-1 und dann wieder 2er Rhythmus. Mal sehen, wir haben dann hier 2 haben wir hier dann. Vermute ich mal. Und dann ja, hier müssten wir sogar mehr machen. Jetzt mit dem Dach, weil da vorne angefangen haben. Da haben wir ja schon über den Streben von den Fenstern angefangen. Deswegen habe ich da ja auch 2 gemacht. So, dann müssen wir 2, 2, 1, 2, 1, 2. Und dann müssten wir hier, sagen wir mal, 4 machen. Damit wir dann wieder in diesen Rhythmus kommen. Naja, wir werden das sehen. Hier sind auch keine Trittstufen. Ob ich da mal
zwei hinsetze. Jörg Leiser. Nicht, dass die Türen dann nicht mehr so laut sind, aber sie gehen zumindest automatisch dann wieder zu. So, ist hier der Hauptausgang. Der war hier. Da könnte man das ganz genauso machen. Vielleicht sollte ich das jetzt auch hier für jedes dieser Häuser machen. Nicht, dass man da aus Versehen dann vergisst. Absichtlich vergessen wäre sowieso so eine Sache, dass man dann halt aus Versehen die Tür nicht zumacht, wollte ich sagen. Ich sag ja, das Haus ist wunderbar geworden hier. Auf diesem kleinen Raum ist wirklich alles drin und der Mann war vom Fach. Ne? Sagt er, der hat also mit Bauen zu tun. So, wie sieht das hier aus? Also das sieht natürlich schon toll aus. Auch da sieht man das Gericht. Sieht man es auch noch aus dem Haus raus? Oder ist Jörg Leiser der Einzige? Na, hier kann ich das nicht machen. Hier hat er gar kein Fenster. Okay. Aber hier oben. Doch, da sieht man noch so ein bisschen was. Nicht viel. Sind schon schöne Ausblicke, die man hier hat. Also wenn ich das, ich muss es mal ab und zu wiederholen an alle, die mir bisher Häuser geschickt haben hier für das Dorf. Ich weiß, es ist noch eins noch nicht aufgestellt. Das muss ich noch aufstellen, wie gesagt. Das eine Haus, was da noch fehlt. Ich habe noch keinen Platz gefunden, ja. Das war diese neue, die andere Mühle da. Ah, ist schon toll. Sieht aus wie so ein Palast. Wirklich ist es ja auch, ne? Das ist jetzt so ein Palast. Mein Wohnpalast da hinten. Vielleicht bauen wir den auch mal wieder um irgendwann, aber... Ich habe ja dann auch gesagt, ich will eine, das hatte ich ja in der letzten Aufnahme gesagt, ein Gewächshaus bauen. Und ich habe mir also überlegt, dass ich das Gewächshaus hier hinsetze. Da, also sieht man jetzt schlecht. Ich gehe nochmal hoch. Hier auf den Aussichtspunkt. Machen wir das mal so, da kann man einen besseren Blick, dass ich also das Gewächshaus da hinsetze. Hier kommt und dann geht das hoch, den Hang hoch bis hierhin, ne, bis zu dieser Bahnkurve. Das heißt, hier ist ja die Bahnstation und dann geht von da an das Gewächshaus runter und wir bauen hier Nutzpflanzen an. So weit ungefähr. Wie auch immer, sehen wir dann noch. Und daneben kommt dann ein Zierpflanzengewächshaus hin. Das Nutzpflanzengewächshaus habe ich schon mal testweise in einer Kopie gemacht. Angefangen. Ich mache sowas dann nie fertig, sondern fange das halt nur an. Und ja, das Zierpflanzenhaus habe ich noch nicht getestet, aber das passt hier ganz gut hin. Ich hatte ja erst gedacht, dass hier vielleicht noch mal Gäste bauen, aber das ist auch dann eine recht blöde Ecke. Hier wäre noch ein schönes Haus für ein schöner Platz für ein Gästehaus, könnte man so ein bisschen höher bauen oder vielleicht über die diese Treppe rüber. Da könnte man dann also direkt hier anfangen am
Grundstücksrand von Onkel Poppy und fängt dann nochmal hier an hochzubauen, hat dann so ein Kellergeschoss oder was weiß ich. Hier unten kann man dann einen Ausgang bauen, so, und dann geht das hier hoch. Und hier oben hat man dann auch einen Ausgang. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man hier so einen Eingang hat und sich dann hier so hoch zwirbelt, hier wieder zurück, dann rüber und dann so raus. Vielleicht baue ich das auch selber. Muss man mal sehen. Also sowas wie Ioini gemacht hat, ist ja nun eine ganz tolle Idee gewesen. Mit den verschachtelten Etagen. Und es wird schon wieder dunkel. Gehen wir mal irgendwo ins Bett. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes, da habe ich schon Stufen hingesetzt. Oder da ist das Bett. Gucken wir uns erstmal die schöne Aussicht an auf den Neuberg. Also der Schäder macht das schon ziemlich dunkel. Da wird man nachts allein draußen schon Angst haben.